Ich sitze hier an diesem wunderschönen Tisch zum Regenwaldschutz, und den wir als Stiftung gefördert haben. Für uns ist dabei sehr wichtig, dass das hier ein sehr gutes Bildungsinstrument ist, um spielerisch Wissen zu vermitteln. Zum einen dazu, mein eigenes Verhalten anzuschauen und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, was kann ich tun, was kann ich bewegen, wenn ich meinen Fußabdruck auch hier im Regenwald, den wir hier wunderschön dargestellt sehen, auch zu reduzieren. Ich wünsche viel Spaß dabei. Da werde ich gefragt, was hat denn der Regenwald mit uns zu tun? Da sage ich, eine ganze Menge. Weltweit brennen Regenwälder und das befeuert den Klimawandel. Und über dieses Befeuern des Klimawandels wächst die Gefahr der Katastrophen bei uns. Und da gehen Schätze des Lebens verloren und kaputt, die wir noch gar nicht kennen, die wir erst noch erforschen müssen. Und dann höre ich, kann ja sowieso nichts machen. Doch, doch, man kann schon eine ganze Menge tun. Beispielsweise, wenn ich billiges Fleisch kaufe, brauche ich billiges Futter. Und dieses billige Futter wird da produziert, wo Regenwälder gerodet werden. Von da aus gesehen hat mein Konsumverhalten, das, was ich einkaufe, eine Menge zu tun mit dem, was dem Regenwald wichtig ist, was wir brauchen, um den Regenwald zu erhalten. Beispielsweise Palmöl. Palmöl ist in unglaublich vielen Dingen enthalten. Ob in der Pizza oder in Kosmetika, Elektronik. Vieles, was wir an Elektronik verbauen, wird Regenwäldern entnommen. Also länger nutzen, wenn es eben geht. Oder Kakao und Kaffee. Darauf achten, dass das fair produziert ist und keine Massenware. Auch das hilft dem Regenwald. Ganz schlimm ist Holz. Wenn Sie also Holz, Tropenholz kaufen, ist das eine Todsünde gegen den Regenwald. Und solche Dinge erleben Sie hier am Tisch in aller Fülle. Viel Spaß und viel Vergnügen dabei.